Hallo und herzlich willkommen zurück zu Marvel Avengers. Wir waren ja das letzte Mal in der komischen Abteilung da bei AIM, haben Jarvis geholt und sind jetzt in der Chimera zurück. Und Kamala hat ihr eigenes Zimmer bekommen. Ziemlich jetzt untersuchen wir hier. Mal das Zimmer. War vermutlich ein Lagerraum oder sowas. Ja, eine Abstellkammer. Aber du hast hier ein schönes Bett. I mean. Die Aussicht war bestimmt toll, als das Ding in der Luft war. Vielleicht True. Kann Mr. Stark es reparieren. True. Aber dafür müssen wir Mr. Stark erstmal finden. Ah! Besser. Ist das. Okay. Schlecht. Das ist Gamer-Musik. Wer hat wohl ja. Ja. Ich sollte mit Bruce reden. Kann ich das wieder ausschalten, bitte? Ich sehe mich noch etwas um, jetzt wo einige Türen funktionieren. Damit er vergisst, dass ich geweint habe. Ja, ja, finde ich cool mit der Musik, aber... läuft jetzt immer noch? Ah, guck an, da kann nicht jeder rein. Okay, die läuft immer noch. Okay, alles klar. Aber das finde ich cool mit der Hand. Wird das unsere neue Basis? Generell gesehen? Wo muss ich denn hin? Da hinten ist Hulk. Bruce am Einsatztisch, was? Ich kann das nicht so schnell lesen. Warte mal, was steht denn hier? Clint Barton. Thor Odinson. Und bei uns steht jetzt Kamala Khan dran. Ja, wow, cool. Private Quarters. Okay. Da steht Kamala Khan. Captain Rogers. Steve. Okay, das sind wirklich die Quartiere der Avengers. Tony Stark. Okay, nice. Cool. Crew. Da kann ich nicht rein. Okay, dann haben wir hier unten noch Zeugs. Thor Odinson. Clint Barton. Hawkeye. Okay, was haben wir noch? Natascha Romanoff. Hallo. Black Widow. Okay, wir haben hier eine Kiste. Ausrüstung und Fragmente. Sehr schön. Dann nehmen wir die Insignie. Von 2 auf 11. Das ist krass. Oh, ich kann da rein. Lol, ich kann bei Hulk rein. Das Quartier von Bruce. Hulk hat es in Ruhe gelassen. Sieht immer noch sauber aus. Ja. Aber Bruce kann total schnell putzen. Und er hat ein Klo. Du nicht. Er hat schon mal die besseren Quartiere hier. Und er hat eine Pflanze. Und einen Haufen Bücher. Was steht da? I'm Iron Man. A Stark Family History. A History of the American Southwest. Okay, na gut. So, hier haben wir irgendwas drum liegen. Was ist das? Ein Comic. Sehr schön. Auf Comics freue ich mich immer. Ein Hulk-Comic. Und zwar der Incredible Hulk von 2001, Nummer 25. Und er kämpft dagegen The Thing. Witzig, dass die das so hier reinnehmen durften. Wegen den Rechten. Weil die zu dem Zeitpunkt noch bei Fox lagen. 1% Betäubungs- und Statusanzeigenschaden. Okay. Gut, und hier haben wir eine Anzeige von Hulk. Aber die sagt jetzt nicht viel aus. Okay. Gut, ist hier noch irgendwas Interessantes am Rumliegen? Nein. Gut. Okay, was ist hier? Science Lab. Okay, gehen wir gleich rein.
Technology Lab. Kann ich da rein? Nein. Okay, ich glaube, da muss ich hin. Ja, okay, dann gehen wir erst in die Science Lab. Jetzt, wo wirklich ein paar Türen offen sind, spazieren wir hier mal so ein bisschen rum. Da liegt auch schon was, das nehmen wir. Da ist auch wieder eine Kiste, sehr schön. Was haben wir denn hier? Das sieht aus wie eine alte Wii-Konsole. Hoffentlich erfahre ich von dieser Blutmaschine mehr über meine Kräfte. Ach, das ist die Blutmaschine. Okay. Ah, das ist dann der Bereich, wo Bruce und Kamala das erste Mal sich gesehen haben. Okay. Noch mehr Units und tadelloser Impuls. Nun, die sehen anders aus. 48,5% Chance, dass kritische Nahkampfangriffe eine Explosion auslösen. Alles klar. Das nehme ich. Explosionen hören sich witzig an. Commander Deck. Was haben wir hier? Wir sollten hier ein paar schöne Kräuter anbauen. Basilikum, Thymian, vielleicht Oregano. Ja. Okay, was haben wir hier noch? Was ist das alles? Danke für die Info, die habe ich selber auch nicht. Ich kann es auch nicht erkennen, weil es alles nur zugemüllt ist. Center Hauptquarters. Commander Deck. Also, wir sind jetzt quasi wieder oben. Mhm. Okay, dann gehen wir aufs Commander Deck. Und hier sind noch mehr Kisten. Noch mehr Fragmente und Armbänder, Sechskant-Buffs oder sowas steht da dran. Sachkundiger Buff. 15,8% Chance, dass Treffer am gegnerischen Schwachpunkt den Schadensbuff gewähren. Okay. I take that. Kann ich die alten Sachen irgendwie recyceln oder so? Weil das müllt sich ja dann übelst voll. Verschieben, ausrüsten, spielen. Na ja, da, markieren, zerlegen, tatsächlich. Ich lasse es noch. Bis mir das beigebracht wird, dass ich das kann. Okay, gut, gut, gut. Okay, da ist Hulk. Science Lab, da waren wir gerade drin. Ja, da ist jetzt das Schild. Das hat er jetzt geputzt, so wie es aussieht. Okay, ist jetzt hier was Neues gespawnt. Hier ist eine riesige gelbe Kiste. Das hört sich doch gut an. 50 Units, Taskmaster und Aim und Insignien. Mann, schon wieder hier rein, ey. Okay, da. Whatever. So, hier. Forschungsgruppe C, Taskmaster. Ich werde es nur einmal sagen. Ich kann nicht leisten, wofür ich an Bord geholt wurde, wenn ihr nicht selbstständig handeln könnt. Ihr schätzt die Ausmaße falsch ein und habt keine Vision. Aber das kenne ich von euch Wissenschaftlertypen nicht anders. Die Antwort lag die ganze Zeit vor euch. Aber ihr habt nicht aufgepasst. Eure Maschinenintelligenz ist immer noch zu langsam für meine Reflexe, weil ihr sie zurückhaltet. Lasst die Leinen locker und lasst eure Synthoids mich nachahmen. Wenn ihr ihnen freien Zugriff auf ihre höheren Funktionen gebt, werden sie mich kopieren wie gute Soldaten. Am nächsten Meilenstein will ich einen funktionierenden Prototypen eures Moduls für fotografische Reflexe sehen. Von mir aus macht ihr das hinter Monikas Rücken. Deaktiviert ihre Verhaltensprotokolle. Okay. Er war also irgendwie beteiligt an der Entwicklung der Synthesoiden. Da haben wir Abomination Boss Codex Akte. Der ehemalige Armeespion Emil Blonsky meldete sich freiwillig für Ames Humangama Experimente unter der Leitung von Monica Rappaccini. Durch diese Experimente wurde er dauerhaft in Abomination verwandelt, ein extrem starkes und körperlich beeindruckendes Monster. Im Gegensatz zu Hulk hat sich Abomination die Erinnerung und den Intellekt seiner menschlichen Gestalt allerdings bewahrt.
Aber wenn das alles hier Bosse sind, okay. Erleichtert, erleichtert. 15 verschiedene Bosse. Okay. Gut. Gibt es hier noch irgendwas, was uns interessieren könnte oder auch nicht? Ja, hier hinten ist nochmal eine Kiste. Schau an. Nochmal eine Insignie. Mein Gott, Alter. Kann es mir einfach direkt sagen, ist es besser oder schlechter? Dann muss ich nicht jedes Mal reingucken. Gut. Dann fehlt ja eigentlich nur noch das Schildcap. Caps Schild, so. Großartig. Das Ding gehört in ein Museum. True. True. Hey, aber hier. Tut mir leid. Keine Sorge. Ich verstehe schon. Was Neues von du weißt wem? Gutes Timing. Ich wollte es mir gerade ansehen. Hilfst du mir mal auf der anderen Seite? Drück einfach den Knopf. Ja, warte kurz. Ich will noch hier die Kiste sammeln. Bänder. Okay, in die Technology Lab können wir immer noch nicht. Ich wollte nur kurz nochmal in das Zimmer gehen. Von Kamala. Zumindest nicht in das Zimmer, sondern vor das Zimmer. Und ich wollte ein schönes Foto machen. So, Kamalas Khans Zimmer in Avengers. Tada, einfach irgendwie so. Na, na. So. Erstmal irgendwie so. Whatever. Wie gesagt, ich brauche ja Thumbnails. Irgendwie muss die Folge hier repräsentiert werden. Falls irgendwie nichts anderes Tolles, Spannendes passiert. Weißt du, aus einem Ding, wo in der Folge 1000 Sachen passieren, kriegst du irgendwie 1000 Thumbnails, die du aber nur für eine Folge benutzen kannst. Und dann passieren halt so Sachen, wo nichts okay, passiert. Okay, wird schon schief gehen. Guten Tag, Dr. Banner. Jarvis! Wow! Wir haben es geschafft! Tony. Okay, ich meine, das können wir schon so hernehmen. Du bist fantastischer Computerkumpel! Oh, ich bin nur ein hochintelligentes System. Es ist mir eine Ehre, Miss... Khan, aber du kannst mich Kamala nennen. Sehr erfreut, Miss Kamala. Was ist los? Der Einsatztisch kriegt zu wenig Energie. Die Notabriegelung des Systems ist aktiv. Ich habe wohl die Sicherheitssensoren im Labor ausgelöst. Wir müssen sie deaktivieren. Ich mach das! Okay. Gut, wo muss ich hin? Okay, irgendwo da lang. Okay, Bruce. Hier? Wonach suche ich? Du benutzt die Konsole auf dem Labortisch, um die Sensoren zu deaktivieren. Fatal-Error. Ich hab's schlimmer gemacht. Schon okay. Das heißt nur, du musst die Sicherheitssensoren manuell deaktivieren. Such die kleinen roten Lichter. Wie zum Teufel soll ich da hinkommen? Im Ernst? Ja, richtig. Mann, dehnbare Arme. Ich wollte gerade sagen. Warte mal, die wollen mir schon wieder irgendwas sagen. Ich hab was Besseres. Jo, Stufe 17. Alles klar. Nehmen wir. Okay, wir sollen die Kameras zerhauen. Hab einen. Okay, das ist einfach. Natürlich ist es einfach. Dehnbare Arme, Mädel. Chuck. Einer meiner Geschichten muss Iron Man Straßenlampen ausschießen, damit Black Widow in eine Hydra-Basis eindringen kann. Ach ja, das ist schön. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Avenger sowas wirklich machen muss. Also, nicht, dass ich ein Avenger wäre. Okay, das war's. Woohoo! Komm zurück. Fast geschafft, Kleine. Sehr gut. Was jetzt? Gut gemacht, Kamala. Jarvis, suchen wir Tony. Jarvis? Die Suche läuft. Warten Sie. Irgendetwas stimmt nicht, Dr. Banner. Das ist nicht gut. Oh je. Mein neurales Uplink wurde beim Absturz der Chimera beschädigt.
Das ist hochspezielle Shield-Technologie. Ohne sie habe ich keinen Zugriff auf die globale Datenbank. Shield? Lasst uns Maria kontaktieren. Maria Hill? Leitet sie jetzt Shield? So ungefähr. Niemand weiß, was mit Direktor Fury passiert ist. Ich wollte gerade sagen, wo ist der eigentlich hin? Einzige Vertrauensperson. Bruce, es ist schön, Sie zu sehen. Nach meinem Treffen mit dem Hulk war ich unsicher, ob wir uns nochmal sehen. Ja, tut mir wirklich leid. Hulk hatte einige Probleme. Sie müssen sich nicht entschuldigen. Dieser Tag hat unser aller Leben erschüttert. Es freut mich, dass die Avengers wieder in Aktion sind. Nun, nicht ganz. Hi, Kamala Khan. Im Moment sind's nur wir zwei. Wir versuchen, Mr. Stark zu finden. Ja, wir brauchen ein neurales Uplink. Sie haben sicher eins auf Lager. Alle unsere Ressourcen wurden von AIM beschlagnahmt und die meisten Agents sind abgetaucht. Aber ich weiß vielleicht, wo man suchen muss. Ich sende die Koordinaten an Ihren Einsatztisch. Infos kriegen Sie unterwegs. Soll ich den Quinjet startbereit machen, Sir? Welchen Quinjet? Einsatztisch, Missionsauswahl. Okay. Ich kann jetzt einfach jeden Computer hier angehen. Es wird wahrscheinlich der eine Quinjet sein, den wir schon gehört haben, der abgeschrieben worden ist. Bestimmen Sie mit dem Einsatztisch das Ziel des Quinjets für Ihre nächste Mission. Die Koordinaten von Commander Hill führen zu einer abgelegenen Einrichtung in einer Tundra. Ich habe die Position auf Ihrem Einsatztisch markiert. Missionen, die für Ihre Ermittlungen gegen AIM wichtig sind, werden mit dem A der Avengers markiert. Ich hielt das für angemessen. Ja, finde ich gut, Jarvis. Gut, gehen wir erstmal zu den Russen. Wir haben ja sonst nicht viel Möglichkeiten. Okay, wir können hier die Welt drehen. Grönland, Amerika, Südamerika. Witzigerweise können wir nicht nach Antarktika. Afrika. Europa. Okay, na ja, gut. Sieht ganz witzig aus, aber wir müssen in die verschneite Tundra. Kraftstufe 75 bis 100. Welche haben wir denn? Na egal. Die frühere Sowjetrepublik hütet noch viele Geheimnisse, darunter auch Relikte der alten Shield-Truppen, die in den fröstigen Ödland stationiert waren. Einige Missionen enthalten Gegner mit Spezialfähigkeiten und Modifikatoren. Sie sollten sich die Modifikatoren ansehen und ihre Ausstattung für die Mission darauf ausrichten. Die AIM-Truppen in dieser Region benutzen angeblich Kryo-Waffen. Legen Sie Kälteschutzausrüstung an, um Ihre Überlebenschancen zu verbessern. Verstehe ich, aber das ist nicht so einfach. Event korrumpiertes Vibranium. Wissenschaftler der Resistance haben weltweit Anomalien entdeckt. Adern mit instabilen korrumpierten Vibranium. Suche und zerstöre die aufgetauchten Vibranium-Klasse, damit sie sicher entfernt werden können. Okay. Drücke erzeugen die Manipulatoren, um eine Mission anzuzeigen. Ah, hier. Details. Blizzard, die Umgebung wurden Eisgefahren hinzugefügt, Kryo-Schaden durch Gegner und Umgebung wird erhöht und Druck, keine automatische Regeneration von Willenskraft, wenn kritisch verwundet. Belohnungen, Shield, Markenausrüstung, ungewöhnliche oder bessere Qualität. Jarvis benötigt ein neues Neuralink Uplink. Neurales Uplink. Maria Hill denkt, sie hat eins in einem alten Shield-Bunker gefunden. Aber um es zu holen, müssen Kamala und der Hulk tief im AIM-Territorium vordringen. Ja gut, wir haben ja sonst nicht viel Möglichkeiten. Wir müssen dahin. Mission beginnt. Einsatzteam. Okay, ich habe jetzt nur Kamala. Ich hatte keine Ahnung. Wirklich. Aha. Du wolltest nur einen Ausflug in deinem Wohnwagen machen. Nein. 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 Okay. Neuer Held verfügbar. Hulk ist jetzt für Einsätze verfügbar und kann in Heldenkader gewählt werden. Okay. Heldenkader. Der Heldenkader zeigt sämtlich verfügbaren Helden an. Benutze Heldenterminals im Außenposten und wähle Menüs, um zwischen Helden zu wechseln. Okay, ich kann jetzt also Helden wechseln. Ich kann Freunde einladen.
Spiele leere Slots, indem du andere Spieler in ein Einsatzteam lädst. Okay. Held, Gefährte, auswählen. Einsatzteam, Zusammenstellung. Wechsel den aktuellen Helden und die angeforderten Gefährten. Aktive Präferenzen, Spielersuche, Heldenkader aufrufen. Okay, kann ich den jetzt als Gefährte machen? Gefährte anfordern. Okay, cool. Ich habe jetzt Hulk als meinen Gefährten drin. I like that. Yo, passt. Mhm. Inventartresor, was haben wir denn hier? Du brauchst einen zusätzlichen Avenger. Rufe mit dem Sozialmenü auf und lade Freunde in dein Einsatzteam ein. Das ist zwar schön, brauche ich aber nicht. Außerdem geht das wahrscheinlich gar nicht. Mehr, weil das Spiel ja schon keine Server mehr hat. Okay, wir haben Modifikatoren. Gut, wir haben Kamala, wir haben Bruce als Mithelfer und ich würde sagen, gib ihm einfach. Okay, wir müssen das korrumpiertes Vibranium Kodex. Weitere Aufnahmen von dem finden, was Cap zugestoßen ist. Zumindest hoffe ich das. Ziel wird angesteuert. Also ich kann immer noch, okay, ich kann immer noch agieren tatsächlich währenddessen. Ich gebe dir Zugriff auf die Geheimfrequenz von Shield. Sie müsste dich zu dem Bunker führen. Moment, ich habe hier Störung. Etwas da unten blockiert den Tracker. Finde heraus, was es ist. Okay, also das ist jetzt so eine typische Avengers-Mission dann quasi. Die schüttelt einfach den Schaden ab. Hat den gefunden, war selbst in dem Gebiet tätig. Bleibt von ihrem Radar weg. Commander Hill? Hallo? Der Funk ist ausgefallen. Jetzt liegt es an uns. Keine Sorge. Okay, warte mal, bevor ihr weiter labert. Lass ihn mal gucken. Wir haben hier Set-Fortschritte. Ja, genau, das haben wir ja schon so gesehen, ja. Und hier die verschneite Tundra. Diese kalten, endlosen Ebenen waren die Heimat einiger abgelegener, vor langer Zeit aufgegebener Shield-Einrichtungen. Allerdings könnte Direktor Fury hier für den Fall der Zerschlagung von Shield wichtiges Equipment und wertvolle Informationen versteckt haben. AIM hat die Region kürzlich erkundet, um möglicherweise zurückgelassenes Equipment sicherzustellen. Ich führe Sie zu Ihren Störsendern. Okay, der läuft jetzt einfach nur mit mir mit und ist cool. I like that. Okay. Da oben, da ist ein AIM-Landungsschiff. Was heißt da oben? Okay, wir müssen da lang. Also. Ja. Aber was ist hier? Und wieso kann ich hier lang? Nicht kalt oder so, kann man da zur späteren Betrachtung aufnehmen. Ja, tut mir leid. Augen aufs Ziel. Aha, guck an, wir haben hier so Sachen gefunden. Das ist gut. Und eine Kiste. Hat sich wieder gelohnt, nicht den richtigen Weg zu gehen. Upgrade-Modul, Ressource und Armbänder. Ja. I take that. Hier ist auch nochmal was. Was ist hiermit? Kann ich nicht rein? Okay. Da ist noch Zeug. Was bist du? Weiß man nicht. Okay, wir müssen. Wo lang? Warte mal, wieso leuchtest du? Warte. Was ist an dir so toll? Okay, irgendwas will es mir sagen, aber ich weiß noch nicht was. Kann ich jetzt irgendwie zum Hulk wechseln? Upsala. Wahrscheinlich nicht, ne? Hm.
brauchen den Verursacher der Signalstörung, bevor sie den Bunker suchen können. Da ist... Weitermachen. Irgendwas mit Fragezeichen ausgestattet. Okay, ich bin jetzt hier so ein bisschen überfragt gerade tatsächlich, was hier vorgeht. Das ist jetzt hier so ein bisschen komplett open. Nicht mehr straightforward wie bis jetzt. Aber ich glaube, du bist mein Störsender. Und jung! In Stufe 14 sind die Kollegen hier. Welche Stufe bin ich? Auch, okay. Ich bin auch Stufe 14. Dann passt's. Wo ist Hulk? Hat Hulk schon Spaß? Ja, der hat Spaß, okay. Hulk hat Spaß mit dem Roboter hier. Alles klar. Und bam, Junge. Biotechnik Exo. Okay, also irgendwie ist Hulk eher sinnlos als sinnvoll. Aber hey. Wir waren gut, oder? Aber war das das, was jetzt der Störer war? Nee, ne? Schaut zumindest nicht danach aus. Gibt es noch einen Haufen da oben? Nee. Da oben nicht, aber hier scheint es irgendwo hinzugehen. Aha, guck an. Units und eine Weste und Taskmaster und Aim. Sehr schön, das hören wir uns gleich an. Da geht es auch noch irgendwo hoch. Alter, das ist viel zu weitläufig. Okay. Das wollte ich gar nicht. So, hier wollte ich hin. Und das. Die schiere Menge an Forschung und Patenten, die uns die Übernahme von Spark Industries gebracht hat, war nahezu überwältigend. Es hat Monate gedauert, sie auch nur zu sortieren. Anfangs haben wir sie in Kategorien auf Basis der Profitabilität eingeordnet. Stark hat so viele Spielsachen für sich selbst behalten, dass sich Ames Erstinvestition mit nur wenigen Produktverkäufen amortisiert hat. Wir haben jetzt die erforderliche Stabilität erreicht und können die Tech nutzen, die Stark selbst auf Eis gelegt hat. Sein Zögern, was seine eigene Forschung angeht, ist ein Geschenk, das wir verwerten müssen. Ich schicke Ihrem Team einige böse kleine Ideen, die Sie bitte umgehend in Ihr Trainingsprogramm einbauen. Und Masters, Sie müssen Ihre Methoden nicht vor mir verheimlichen. Mich interessieren nur Resultate. Benutzen Sie dabei alles, was Ihnen zur Verfügung steht. Ich habe Sie nicht ohne Grund eingestellt. Monica Rappaccini, Cheftechnikerin AIM. Okay. Ja, war natürlich klar, dass die bösen Sachen dafür verwendet werden. Wollen. Oder die, was heißt die Bösen, aber die Sachen, die gefährlich werden könnten. So, wir haben hier wieder ein paar stärkere Sachen bekommen. Rüsten wir aus. Okay. Gut, Leute. Aber, was uns hier noch in der Tundra erwartet, sehen wir in der nächsten Folge. Und bis dahin. Ciao.